Intensiv geht's weiter mit Gio, offizieller Partner der NFL. Run Football. Präsentiert von Check24, Deutschlands größtes Vergleichsportal. Glendale in Arizona hat einen unvergesslichen Abend. Wir sehen 38-35 haben die Kansas City Chiefs gewonnen. Und auch wir werden diesen Abend nicht vergessen. Und zwar deshalb, weil eine ganze Menge passiert ist in den letzten Jahren. Eigentlich wollte ich mich vorbereiten. Ich hab's nicht geschafft. Die Karte ist nämlich leer für die letzten Worte. Deshalb würde ich einfach mal sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und Björn, du warst nicht 8 Jahre dabei, sondern du bist dazugekommen. Aber du hast uns hier in dieser Stadt zum ersten Mal kennengelernt. Da warst du mal mit dabei beim Super Bowl. Was hast du gedacht? Als ich noch aktiv war, habe ich mein erstes Spiel für Run NFL hier, genau in diesem Stadion, kommentiert. Und so jetzt nach 8 Jahren die Run NFL, ja, in die Rente zu begleiten oder vielleicht auch nicht, man weiß nie, was passiert, aber das ist schon ein, ja, special moment gerade. Ich bin Ära geht zu Ende. Ich bin sehr dankbar, Teil gewesen zu sein. Danke an euch. Danke an Alex, der hier sitzt. Und danke an alle hinter der Kamera, vor der Kamera, Fans, alle, die jetzt gerade auf unserem Ohr sind. Wurde gerade gesagt, das ist mein letzter Count. Ja, ja. Weil wir werden immer reingezählt aus diesen Werbungen, 10, 9. Ja, haben viele, viele, sehr viel Schweiß und Arbeit reingesteckt in dieses Projekt. Ja, ich dachte, ihr kommt unemotional durch. Unser Leiter der Sendung, Robert Sarkowski, auch der Chef der Redaktion, hat die Worte gesprochen. Danke schon mal an der Stelle an dich, Stecko. Du hast weit mehr Super Bowls gemacht als wir alle, die bei RAN NFL dazugekommen sind. Gestern, Coach, ich bin noch ein bisschen erschöpft, weil ich gerade auf Toilette und zurück musste innerhalb von einer Minute. Wir hatten schon einen Stecker vorbereitet, falls er nicht da ist. Patrick, 8 Jahre, Junge, wir haben uns hier kennengelernt. Ja, es war eine gute Zeit. Du bist schlanker geworden, mein Bart ist grauer geworden. Björn hat eigentlich alles gesagt. Das Letzte, was mir noch einfällt, und ich hoffe, das kann ich auch einigen da draußen mitgeben, seid nicht traurig, dass es zu Ende ist, sondern lasst uns happy sein, dass wir dabei sein konnten. Weil wir haben alle zusammen was Unfucking-Glaubliches erlebt, erschaffen. Wir alle zusammen, ihr da draußen, seid der Grund, warum die NFL in Deutschland ist. Ist mir auch scheißegal, was jeder sagt. Bedanken haben wir uns bei allen schon. Lasst uns happy sein. Ein weinendes, ein lachendes Auge. Ich werde auf jeden Fall stolz sein darauf, dass ich ein Teil von dem sein durfte. Und nach ein paar traurigen Tagen, komm, happy time. Ja, ich habe gerade schon gehört, ihr kriegt die letzten Worte. Wird eng, mach mal. Es wurde schon eine ganze Menge gesagt. Ich möchte dazu höchstens noch zufügen, dass ich euch echt liebe. Und zwar jeden Einzelnen, der in dieser Show mitgearbeitet hat, weil ich weiß, wie viel Herzblut ihr da reingesteckt habt. Und zwar jedes Jahr, jeden Tag, immer wieder euch neue Dinge hat einfallen lassen, die grandios waren. Und deswegen danke, vielen, vielen Dank, dass ich mit euch diese Zeit verbringen durfte. Es war meine beste Fernsehzeit, die ich jemals hatte. Dankeschön. Ecke, jetzt musst du rüber. Jetzt musst du rüber. Es ist okay, lass los. Ich versuch's. Jetzt wird's schwer. Ich kann nur Danke sagen. Es klappt nicht. Ich zieh meinen Hut. Ich wäre hier nicht gelandet, wenn nicht so viele Leute Bock auf diese Sendung gehabt hätten, denn meine Position gab es nicht vorher im Fernsehen und ich glaube, sie war auch nicht relevant. Und wenn ihr das nicht so gefeiert hättet, dann würde ich heute nicht hier sitzen, dann würde ich nicht mal da sitzen, wo sonst der Laptop saß. Viele Menschen haben mein Leben verändert, die diese Show geguckt haben, die diese Show gemacht haben. Ich habe schon gesagt, unser Leiter der Sendung, Robert Sarkowski, Alex Rösner, hat glaube ich eine Menge Mut bewiesen, dass er so einen zottligen Menschen ins Fernsehen gesetzt hat. Stimmt, genau. Frank Buschmann hat am Anfang für mich eine Menge hier getan und ich kann nicht jeden Namen erwähnen, Leute. Ich bin froh, dass ich mich wieder empfangen habe und kann an der Stelle sagen, das waren 8 wirklich wundervolle Jahre. Football geht weiter, ihr genießt diese Sportart und man sieht sich immer zweimal im Leben. Beende doch die Sendung mit den berühmten letzten Worten. Es sind so viele. Sag mal. Aber nicht vergessen, wir sagen es immer wieder und es bleibt auch dabei. Ihr da draußen, die Community, ohne euch wäre das alles nie passiert. Kein Münchenspiel, kein gar nichts. Auch dafür natürlich danke.
Hashtag RunNFL. Wir haben das letzte Mal angehofft. Und tschüss. Schön mit dir, Leute. Das Wichtigste, dass es eine schöne enge Kiste wird. Ihr seid verrückt! Und der Post ist oben angehofften. Ja, was ist der? Was ist der? Angehofften! I'm just here for your protection, okay? Knick ins Ohr machen. Touchdown! Gut. I traveled each and every highway. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Irgendein Spaßvogel hat da irgendwo noch auf der Leitung gekniet. I did it my way. Ich liebe deutsches Brot. I've had a few, but then again. To mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I climbed. Yeah, what happened to Lightbringer? Intensiven Genuss mit Run Football präsentierte euch Chio, offizieller Partner der NFL. Das war Run Football. Präsentiert von Check24, Deutschlands größtes Vergleichsportal.